Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Update, wie es mir so mit unserem Spiel vorangeht. Und zwar, ein größerer YouTuber, der Tom, hat unser Projekt auf seinem Channel einmal vorgestellt. Der ist selber Spieleentwickler und entwickelt auch ein Spiel. Und der hat auf YouTube so eine Rubrik, wo so Indie-Spiele-Projekte vorgestellt werden. Und da habe ich ja auch einfach mal ein Bewerbungsvideo hingeschickt und das hat ihm gefallen und deswegen hat er unser kleines Projekt dort vorgestellt. Von dort aus werden wahrscheinlich jetzt auch die meisten Zuschauer stammen, die sich dieses Video ansehen. Aber ja, ich freue mich, dass das geklappt hat. Und jetzt nach diesem Video gibt es auch genügend Leute, die sich bei mir gemeldet haben und sich bereit erklärt haben, das Spiel zu testen und die Story zu übernehmen. Und ja, das ist auch das, was momentan so mit dem Spiel passiert. Wir sind jetzt erstmal in der Konzeptionierungsphase. Also meine Ideen, die ich für das Spiel hatte, müssen jetzt in eine Story umgearbeitet werden. Ich habe auch schon drei Bewerbungen bekommen für einen Storywriter. Einer hat mir auch schon einen Prolog geschickt, der ist wohl aufgenommen. Und die anderen beiden, da schicken wir in den nächsten Tagen noch ihr Entwurf für den Prolog. Und ja, dann haben wir wohl ein handfestes Team zusammen, womit wir dann die Story genauer ausarbeiten können. Im Hintergrund seht ihr übrigens ein paar Bilder, die der Tom gemalt hat, der Grafiker. Und ja, ich wollte einfach mal ein bisschen zeigen, was der so macht. Und der hat richtig Ahnung davon, der kann das richtig gut. Und ja, das wär's dann eigentlich schon im Prinzip. Ich werde jetzt noch ein paar Tage warten, bis dann alle Entwürfe da sind. Und dann, wenn das Storywriter-Team steht, dann werden wir uns mal zusammensetzen und die Story in Ruhe ausarbeiten. Gut, das war's auch schon. Dann sehen wir uns hoffentlich wieder im nächsten Video. Bis dahin, tschüss.